Hallo liebe Bastler und herzlich willkommen auf meinem Kanal Einfach Stempeln. Mein Name ist Sabine und ich möchte mit euch heute so eine kleine Tasche machen. Die habe ich gesehen auf dem Kanal Zauberhaft Stempeln. Ich habe sie allerdings jetzt einen Ticken größer gemacht, damit auch so eine goldene Kugel reinpasst. Und auch hier außen habe ich jetzt hier die Stanze genommen, die dekorativer Kreisstanze. Wenn ihr so eine Stanze nicht habt, ist nicht schlimm, nehmt einfach, ihr könnt auch ein Glas nehmen oder so, was ihr dann umkreist und dann ausschneidet. Also das muss, ist kein Muss, dass man das mit der Stanze macht. Das ging nur halt jetzt sehr einfach, weil das genau gepasst hat mit den Größen. Und habe ich jetzt hier schon mal ganz schön viele in verschiedenen Farben gemacht. Hier so sieht man das. Ich glaube, ich muss mein Licht noch ein bisschen näher holen. So. Also verschiedene Beispiele. Hier ist zum Beispiel eine Kugel drin. Das hat eben einen Magnetverschluss und schnappt dann hier wieder zu. Und das machen wir jetzt heute. Wir brauchen dazu einen Farbkarton in der Größe 17 x 6,5. Der wird gefalzt an der kurzen Seite bei 2,5 und an der langen Seite, und zwar da, wo dann die längere, die höhere Seite ist, also hier sind die 2,5 und hier oben die höhere Seite. Das legt man hier an und dann falzt man bei 4, 8, 12 und 16. Und die anderen Ausführungen, das machen wir dann gleich. Ich sage euch jetzt erstmal, was wir alles brauchen. Wir brauchen dann noch zwei Streifen, auch in Farbkarton, in 10 x 0,5 Zentimeter, ein Streifen in 6 x 1,7 oder 1,6 Zentimeter. Und zwar habe ich den ein bisschen größer gemacht, als er im Original war, weil da kommt ja ein Magnet rein, und damit das an den Seiten um den Magnet rum besser klebt, habe ich das einfach ein bisschen breiter gemacht. Dann brauchen wir Designerpapierstreifen in 6 x 1,3. Dann brauchen wir zwei Kreise in Designerpapier. Da habe ich die 2-Inch Kreisform hier genommen, die Handstanze. Das ist aber, das sind ungefähr 5 cm. Also ihr könnt das auch so anpassen, dass die hier hat ungefähr 5 cm und die hat so ein bisschen mehr. Also die ist dadurch, dass die wellig ist, natürlich hat die Stellen, wo es weniger oder mehr ist. An der größten Stelle hat sie, glaube ich, 5,8, aber dann eben auch kleinere Stellen. Aber da könnt ihr einfach auch zwei Gläser nehmen, die einfach, wo eins ein bisschen größer ist als das andere, und dann passt das auch. Und die anderen Kreise, die machen wir gleich noch. Wir brauchen dann noch einen Streifen in Designerpapier in 7 x 2,5 cm, und da habe ich mir eine Falzlinie gezogen bei 0,8 cm und werde das gleich hier einschneiden für die Quaste. Sind ja hier diese kleinen Quasten dran. Könnt ihr auch weglassen, wenn euch das nicht gefällt, aber ich fand, das gibt der Sache ja gerade einen kleinen Pfiff. Und dann halt einfach habe ich mit der 1/2 Inch Stanze so einen kleinen Kreis ausgestanzt in Metallic. Das ist matt Metallic, war das Papier. Dann brauchen wir zwei Magnete. Ich habe jetzt wirklich so ganz kleine gefunden. Und dann noch einen Glitzerstein und ein kleines Stückchen Schnur. Ich habe jetzt hier so eine goldene, gibt es ja jetzt kurz vor Weihnachten auch wieder ganz viel zu kaufen, diese Art, so rund und gold. Aber das ist, was halt passt, kann man da nehmen. Das ist eigentlich ziemlich egal. Und wir brauchen eben noch zwei Kreise, die ich mit dieser Kreisstanze eben noch schnell ausstanzen.
brauchen wir auch noch. Und dann würde ich sagen, können wir am besten erstmal loslegen mit der Quaste. Dann ist die fertig, weil ich habe schon ein paar Mal bei Paar vergessen, die reinzumachen. Ist dann vielleicht besser, wenn man die schon fertig hat und vielleicht schon mal in so ein Henkelärmchen schon mal so mit einhängt, damit man das auf jeden Fall, damit man daran denkt, dass man das ja dann noch machen muss. So, dann brauche ich meine kleine Kordel. Ein bisschen kleiner mache ich den noch. Also da braucht man wirklich nicht viel von. Das ist so ein kleines Stückchen. Das sind 6 cm. Das reicht schon. Lege ich mir hier hin. Und da klebe ich dann so ein kleines bisschen Kleber noch drauf. Und dann einfach rollen. Vorher einschneiden. Hab das Einschneiden vergessen. Sieht man es. Also einfach bis zur Falzlinie einfach so kleine Streifen quasi einschneiden. Und dabei könnt ihr da, so wie es euch gefällt, das einfach etwas breiter oder etwas dünner machen. So wie die Streifen euch eher einfach gefallen. Hauptsache einmal durch. Und dann rollen. Dann kann man das hier so ein bisschen auseinanderziehen, dass das so eine kleine Quaste gibt. So, und hier habe ich ja diese Henkel. Die würde ich jetzt erstmal schon ein bisschen biegen, damit die schon so ein bisschen die Richtung kriegen, die sie nachher haben sollen. Und eben an einem schon mal so einhängen, damit ich das nicht vergesse. Das ist mir schon ein paar Mal passiert. So, und jetzt machen wir vielleicht erstmal das Grundgerüst. Brauchen wir den Papierschneider dazu. Da machen wir jetzt eben hier bei 2,5. Dann kurzen Seite bei 2,5. Eine Falzlinie, dann anlegen bei 4, bei 8, bei 12 und 16. 16 ist genau hier in der Rille. Also genau an die Rille anlegen und dann passt es. Dann brauchen wir noch ein paar weitere Linien und zwar müssen wir das markieren. Wir machen jetzt hier bei 2 cm von der Seite und 2 cm von oben. Eine Markierung. Dann hier auch und zwar bei 10 cm. Auch 2 cm von oben. Und da nehmen wir noch mal das Falzbrett und legen das ein. Und legen das eben an 2 cm hier an. Und ziehen hier ab 2 cm nochmal nach oben und dann bei 10 anlegen. Auch bei 2 cm nach oben ziehen. Ihr könnt natürlich auch erst die Linien machen und dann eine Markierung hinmachen. Ich habe nur festgestellt,
dass man das doch nicht so genau trifft, diese 2 Zentimeter, wenn man von unten nach oben geht. Dann nehmen wir uns so einen Falzstift. Da könnt ihr auch, wenn ihr den nicht habt, mit so einer kleinen Kugel dran, da könnt ihr auch die Rückseite, also die runde Seite von einer kleinen Häkelnadel nehmen oder so. Das geht auch. Und dann setzt ihr das hier an der Markierung an und geht bis in die Ecke, wo die Falzlinien alle aufeinandertreffen, in diese Ecke rein. Dann hier zur anderen Seite genauso, auch wieder in die Ecke, wo die Falzlinien aufeinandertreffen. Genauso hier. Auch wieder von dieser Markierung aus in die Ecke. Ich sehe gerade nichts, mach mir selber Schatten. So. Und die letzte. Auch noch hier in diese Ecke. Die kann man dann wegradieren und ich hoffe, ihr seht es, dann sieht es so aus. Sieht man das? Dass eben hier quasi so wie ein Dreieck entstanden ist. Und das kann man ein bisschen wegradieren. Dann sieht man das hinterher auch nicht mehr. Und dann wird es nur noch zurechtschneiden, und zwar hier, wo die Klebelasche ist, da brauchen wir nur einen Teil davon. Den unteren Teil können wir wegschneiden bis zur Falzlinie und dann ein Stück abschrägen. Und dann schneiden wir hier an der Falzlinie entlang, an den Teilen, wo das Dreieck nicht ist, da schneiden wir gerade hoch. Und an den Teilen, wo das Dreieck drauf ist, da schneiden wir es schräg, dass so ein Dreieck entsteht. Also hier auch auf der anderen Seite, hier gerade und hier schräg. Auch wieder hier gerade. Hier ist das Dreieck, also hier schräg. Und das letzte Stückchen auch noch schräg. So, dann können wir die auch alle schon mal falzen. Und die Dreiecke, die wir hier gezogen haben, die knicken wir ein bisschen nach innen. Einfach so ein bisschen knicken, das gibt sich dann nachher von alleine. Einfach so ein bisschen schon mal die Richtung vorgeben und dann passt das nämlich dann schon nachher, wenn wir das zusammenlegen, dass sich das so fügt. Und jetzt können wir es auch schon mal zusammenkleben. Dann seht ihr das dann gleich. Das war jetzt ein bisschen viel Kleber. Da wische ich ein bisschen ab. Und dann kann man das auch schon zusammenkleben. Da schaut er, dass das sich nicht verzieht, sondern dass die Teile hier schön aufeinander liegen. Ja, so. Dass die hier keinen Versatz haben, sondern schön aufeinander liegen. Kann man es feststreichen und dann passt das. Jetzt nehmen wir die Seiten, wo die Dreiecke sind, zuerst. Klappen die nach innen, bestreichen sie mit Kleber. Dieses auch. Kann man gucken, wo hier ist der Ansatz. Dann könnten wir das zuerst nehmen hier. Aber ist eigentlich egal. Und zwar dann auch schauen, dass das kein Parallelogramm gibt, sondern dass das schön ein Quadrat hier gibt. Und da müsst ihr aufpassen, nicht bis ganz oben Kleber hinstreichen, weil das geht ja nur bis hierhin. Also nur hier ungefähr noch Kleber hinstreichen für das letzte Teil.
umklappen und wie gesagt schön schauen, dass es parallel alles ist und dann kann man das innen feststreichen. Und dann ist das quasi schon die kleine Tasche für innen rein. Jetzt kommen die äußeren Teile. Da fange ich mal mit der Rückseite an. Und zwar habe ich bei dem Wellenkreis, der hat ja so kleinere und größere Wellen, da habe ich mir dieses Teil ausgesucht, was eben die größte Welle hat. Das wäre hier das. Das habe ich mir so hingelegt. Und da, upsla, Klebefinger. Und da dann schon mal den Henkel genommen. Der ist ja jetzt so gebogen schon. Jetzt klicke ich einfach hier so die zwei Teile nach außen, dass das irgendwie so eine Schlaufe gibt. Und auf die Innenseite hier bringe ich etwas Kleber auf. Und dann klebe ich das hier an. Es will erst noch ein bisschen wieder wegspringen, aber das bleibt dann schon. Wenn der Kleber ein bisschen angezogen hat, dann geht das. Und zwar müsst ihr dann hier nur darauf achten, dass in der Mitte genug Platz ist für die Lasche, die dann nachher hinkommen soll. Das ist eigentlich die einzige Sache, die man aufpassen muss. Der ist ja 1,6 breit hier, also müsste hier dazwischen, haben wir jetzt, ja, 1,7 haben wir. Also das passt auf jeden Fall durch. Sieht man ja hier auch, das passt durch. Also da muss man aufpassen, dass das nicht zu eng zusammensteht, damit das hier hinterher noch drauf passt. Jetzt kann das ein bisschen anziehen und wir können inzwischen hier die Lasche schon mal fertig machen. Und dazu brauche ich auch schon mal den ersten Magneten. Den anderen lege ich mal dahin. Dann nehme ich so ein bisschen Abreißklebeband. Mal gucken, welche Seite ich unten haben möchte. So, wahrscheinlich die. So, und klebt das hier mal so in die Mitte hin. Und da kommt dann mein Magnet hin. Macht ihn nicht zu weit vorne hin, weil sonst klebt das vorne nicht mehr. Dann steht das vorne immer offen und das wäre blöd. Jetzt mache ich das hier mal noch mit Tombow bis vorne hin an den Seiten und dann klebe ich das auf dieses Teilchen auf, mittig, so gut mittig wie es geht und dann feststreichen. Dabei hier um den Magneten so ein bisschen besser einstreichen, ein bisschen besser feststreichen, damit sich das hier nicht löst und hier oben dann offen steht. So. Und deswegen muss hier auch so ein bisschen Platz sein, damit das hier auch noch kleben kann. Wenn es zu knapp ist, dann geht es immer wieder hoch. So, den können wir auch ein bisschen biegen, der soll ja auch nachher in die Rundung kommen und den kleben wir dann, der kommt ja hier dann dazwischen. So, das ist die Rückseite und da kommt eben noch hier so ein Designerpapier drauf, aber das kleben wir jetzt erstmal dieses hier fest. So ungefähr 1 Zentimeter. Kommt nicht auf 1 Millimeter an, also so ungefähr dazwischen stecken und hier dann möglichst mittig, gerade, möglichst so weit es geht. Das sieht man von der Seite vielleicht auch besser als von der anderen. So ist es ziemlich mittig.
feststreichen. Dann haben wir hier zwei Teile. Da müsst ihr achten, wenn ihr irgendwie eine Richtung vorgegeben habt, dass da irgendwelche Sachen nach oben gehen oder einfach auch gefälliger aussehen. Das geht hier so ein bisschen durcheinander, aber da kann man schauen, welche Seite man da vielleicht oben haben will. Oder vielleicht manche haben auch eine Richtung, dass man achten muss, dass das dann nachher nicht auf dem Kopf steht. Müsst ihr dann schauen, was ihr für ein Designerpapier habt. Ich habe hier das übrigens, das ist rustikal, wie heißt das? Ich schaue da noch genau nach und schreibe es in die Beschreibung, wie das genau heißt. So, dann das auch festdrücken. Und jetzt schneiden wir einfach hier unten noch einen Zentimeter ab. Und zwar legen wir das dann hier ein, so dass hier der tiefste Punkt ungefähr bei einem Zentimeter ist. Wie gesagt, da kommt es auch nicht so ganz drauf an. Hauptsache, es liegt einigermaßen gerade. Der tiefste Punkt hier bei einem Zentimeter und dann einfach abschneiden. So, die Rückseite haben wir schon mal. Jetzt kommt die Vorderseite dran. Da legen wir auch wieder das mit dem gleichen Muster nach oben, also diese große Welle. Umdrehen. So. Und da haben wir dann auch den Henkel. Da hängt jetzt eben dieses Teilchen schon dran. Wenn man das vergisst einzufädeln, dann hinterher ist ein bisschen blöd, dann wieder reinzukriegen. Und das geht genauso. Also ich nehme diese schon gebogene Teil, klappe die zwei Enden nach oben und da die obere Seite mache ich eben so ein bisschen Kleber. Und den klebe ich auch hier an der gleichen Stelle fest. Und auch wieder darauf achten, dass der Abstand groß genug ist. Ja, der ist dicke groß genug. Ist fast schon zu groß. Ein bisschen näher können wir noch ran. Ja, so ist gut. So, und jetzt brauchen wir ja das Gegenstück für den Magneten. Dann mache ich auch erstmal hier ein bisschen Abreißklebeband hin. Das mache ich deshalb hin, damit der einfach schon mal klebt dann und nicht davon springt. Und jetzt müssen wir einfach schauen, in welche Richtung der muss. Also die eine Seite stößt sich ja ab, die andere zieht sich an. Nicht, dass wir die falsche aufkleben. Also jetzt kommt ja hier das Teil dazwischen, das ist hinten, das ist vorne, da kommt das Designerpapier noch drauf. Und dann kommt die Lasche so hier durch. Das heißt, hier haben wir den Magneten. Wenn wir den hier dran schnippen lassen, so, dann muss diese Seite, die hier unten liegt, hier drauf. Also diese Seite muss quasi auf den Kleber so rum. Dann haben wir die richtige Seite. Und da auch wieder nicht zu nah nach oben gehen, sonst haben wir ein Problem mit Festkleben. Außerdem kommt ja auch noch der Kreis drauf. Den können wir auch gleich jetzt schon draufkleben. Da auch schauen, welche Richtung man da am liebsten möchte. Ja. Ich glaube, so geht es. Und da dann auch wieder gut festdrücken. Hier auch um den Magneten drumherum. Und auch hier wieder den unteren Zentimeter abschneiden. Auch wieder hier bei einem Zentimeter an der längsten Stelle, so ungefähr, abschneiden.
ganzen Schnipsel weg. So, das ist dann schon mal die Vorderseite. Und hier fehlt jetzt noch unser kleiner Kreis, unser Metallic-Kreis. Das müsst ihr nicht machen, aber das ist, finde ich, auch noch mal ein ganz schönes Deko-Element. Der kommt hier auf den Magneten drauf. Auch ein bisschen anziehen lassen. Und dann habe ich den tatsächlich ein bisschen so runtergedrückt. Das sieht dann, erstens klebt es dann besser und das sieht dann so ein bisschen aus wie gehämmert. Also als ob das Gold irgendwie ein bisschen bearbeitet wäre. Also ich finde nicht, dass es stört. Ihr könnt es natürlich auch glatt aufgeklebt lassen. Dann klebt es eben nur in der Mitte, wo der Magnet ist und nicht an den Seiten. Aber ich fand, das stört eigentlich nicht, wenn man das so ein bisschen runterdrückt. Es dauert auch eine Weile, bis das klebt. Dieses Metallic-Papier klebt nicht ganz so gut. Aber irgendwann klebt auch das. Und dann fehlt noch der Glitzerstein. Wenn ich den jetzt noch finde, der ist jetzt gerade hier irgendwo verschwunden. Den muss ich mal gerade suchen. Ich musste jetzt einen neuen holen, der hier vorgesehene war doch tatsächlich verschwunden hier irgendwo. Aber die sind ja auch so klein. Da kann das mal passieren. Also den klebe ich einfach hier oben drauf. So, das ist dann die Schnalle. Und jetzt brauchen wir das nur noch festzukleben. Eigentlich sieht man dieses Teil ja nicht, aber ich schaue dann immer, dass ich da, wo der Kleber, die Kleberlasche ist, dass ich da vielleicht das Rückteil dran mache. Aber eigentlich ist es egal, weil man es gar nicht sieht. Und dann einfach draufkleben und zwar dann möglichst bündig hier unten. Rechts und links schauen, dass da passt. Und dann, dass es auch hier unten bündig ist. Dann kann man es feststreichen. Und das gleiche dann noch mit vorne. Wieder die Richtung hier so ein bisschen, dass das auf beiden Seiten gleich ist, dass es unten auch aufstößt, so ein bisschen nach unten streifen, dass es dann genau auf der Kante sitzt und feststreichen. Damit wäre es fertig. Das sieht jetzt so aus. Da hätte man vielleicht auch die dunkle Seite nehmen können, hier von dieser Quaste. Hätte vielleicht auch schön ausgesehen. Das ist Geschmackssache. Das könnt ihr dann machen, wie ihr wollt. Also, das ist die heutige. Hier haben wir noch die anderen alle. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und da passt auch, wie gesagt, eine Kugel rein. Hier, ohne Probleme. Und das ist ein nettes Mitbringsel. Oder einfach so. Oder Weihnachtsdesign könnte man das als kleines Weihnachtsleckerle verschenken oder für einen Adventskalender, wenn man vielleicht verschiedene kleine Kästchen einfach hat als Adventskalender, kann man das auch dann einfach hier vorne dann die Zahlen draufschreiben und dann macht man eben 24 von denen. Das sieht bestimmt auch ganz lustig aus, aber das könnt ihr dann entscheiden, was ihr damit macht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr bastelt's nach. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß und happy Stampin'.